Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Du hast mal wieder keine Ahnung. Natürlich musst du kein langes Kleid tragen. Wir feiern noch nichts Besonderes. Naja, es ist immerhin unser Schulfest. Und der Geburtstag von Albert Einstein. Sag ich doch, nichts Besonderes. Was hat dieser Einstein denn schon Großes gemacht? Er hat die Relativitätstheorie aufgestellt. Du weißt schon, E ist mc². Okay, Nobelpreis für Physik. Davon schon mal was gehört? Ach, das interessiert doch alles keinen. Schau doch mal, wie der schon aussieht. Wie kommst du jetzt darauf? Na, wer so rumläuft, der kann doch gar nichts Wichtiges im Leben gemacht haben. Kein Gefühl für Stil. Also mein Onkel hat schon insgesamt 7 Stilratgeber geschrieben und keiner redet über ihn. Julia, egal was es ist, mach es kurz. Also pass auf, ich brauche ganz dringend deinen Rat. Du bist nämlich die Einzige, die mir da helfen kann. Es geht nämlich um Mode und solche Dinge. Und meine Mutter und ich, wir haben da gestern so einen ganz tollen Laden entdeckt. Mit cool. Super schick. Also ich will wissen, was ich heute Abend anziehen soll. Ein langes schwarzes Kleid mit Pailletten, eine Stoffhose mit einer eleganten Bluse oder ein dunkles DJ. Stopp! Hast du das alles in deinem Kleiderschrank? Nein, aber in diesem Geschäft, das meine Mutter und ich entdeckt haben, da hatten die das. Und wir haben extra alles zurückhängen lassen, damit ich es dich fragen kann. Ein Rock mit einem T-Shirt sind genau das Richtige für dich. Ein Rock und ein T-Shirt? Oh wow, da wäre ich alleine nie drauf gekommen. Vielen Dank, ich habe hier gleich gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dazu hat man ja Freundinnen. Ein einfaches T-Shirt am Abend, bei unserem Schulfest. Wäre da eine Bluse nicht besser? Klar, aber es reicht doch völlig, wenn ich eine trage. DJ hat recht. Dazu hat man ja Freundinnen. Schneller, na los, schneller. Nicht schlapp machen, Tonne. Immer weiterlaufen. Ich weise hier nur ungern darauf hin, dass diese Übungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% zum Scheitern verurteilt sind. Leute, riecht's erstmal nach Zwiebelomelett? Das Anton. Er rennt und schwitzt. Anton widmet sich gerade ausführlichen physischen Aktivitäten. Wieso denn? Übt er für die Olympiade für Nimmersatz? Es gibt eine Olympiade für Menschen, die unaufhörlich essen? Er weiß es nicht? Es gibt was, das strebe ich nicht aus. Macht ihr euch einfach gerade auf meine Kosten lustig? Wir bleiben. Nie im Leben. Die Wettkämpfe werden sogar im Fernsehen übertragen. Ja, und die haben sogar Sportarten, bei denen dürfen nur Leute mitmachen, die Erfahrung im Essen haben. Baguette-Weitwurf. Melonenstämmen. Bratwurststaffellauf. Bratwurststaffellauf. Ich fürchte, mir wird gerade ganz komisch. Na logisch, eine Bratwurst statt Staffelholz. Und die Wurst muss unterwegs mit Ketchup und Senf und Brötchen gegessen werden. Ohne zu kleckern. Ja. Bin ich gut in der Zeit? Ja, Tonne. Es geht darum, dass du dich bewegst und immer schön schwitzt. Die Zeit ist völlig wurscht. Wurscht? Oh, mit Ketchup und Senf und im Brot. Tatsächlich. Na los, Tonne, roll weiter. Jetzt mal echt, warum rennt er denn so viel? Nun, bis vorhin nahm ich an, es handelt sich um den Versuch, Gewicht zu verlieren, um an dem heutigen Abend in den eleganten Anzug seines Vaters zu passen. Doch nun denke ich, er übt für mir bis dato nicht bekannte Olympische Spiele. Ja und? Ist er schon dünner geworden? Es ist eine simple Kalkulation. Bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius verrechnet mit Körpermasse und Geschwindigkeit und dazu die gelaufene Zeit. Anton muss bereits 50 Gramm verloren haben. Kann ich jetzt aufhören? Nee, und weiter. Los, Tonne, laufen. Komm schon, Tonne, du schaffst das. Nur noch 3 bis 5 Monate und du passt in den Anzug. Oh, darf ich das Wort an euch bezaubernde Elfen richten? Hä, Elf? Wir sind doch zu zweit. Aber nein, Julia. Bei Elfen handelt es sich um Lichtgestalten oder Erdgeister aus der nordischen Mythologie. Hierzulande wäre eigentlich die Bezeichnung Elbe, also mit einer... Das weiß ich auch. Richtige. Was redet er? Von Legolas und seinen Kumpels. Ah, Herr der Ringe, sagt das doch gleich. Dies wiederum ist mir gänzlich unbekannt. Da, der weiß wieder was nicht. Juhu! Aber dabei wollte ich doch einzig an dem heutigen historischen Abend euer Kavalier sein und mit euch einen Tisch teilen. Also jetzt pass mal auf. Und das gilt für alle. Hört ihr alle zu? Mir ist es völlig egal, wer nachher was mit wem teilt. Hauptsache ihr seid gut angezogen. Ich will elegante Männer sehen, die sich um mich reißen. Elegant? Ja, meine Liebste, schon jetzt erinnerst du an eine zarte Elfe. Jetzt fängt er schon wieder mit Herr der Ringe an. Komm, wir gehen. Kannst du mir sagen, warum in dem Film keiner geheiratet hat? Da ging es doch die ganze Zeit um den Ehering. Aua, aua, aua. Ich werde nie wieder ein
keinen Schritt laufen können. Diese dummen High Heels. Tja, ich hab's dir ja gleich gesagt. Es gibt einfach gewisse Dinge, für die muss man geboren sein. Als ich das erste Mal High Heels anhatte, war sofort klar, die ziehe ich nie wieder aus. Weil deine Füße so geschwollen waren, dass du die Dinger nicht mehr runterbekommen hast? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte sie zum Einkaufen mit meiner Mutter an, danach war ich mit dem Hund spazieren und abends habe ich noch darin Gymnastik gemacht. Mit High Heels? Ja, irgendwann habe ich ganz vergessen, dass ich überhaupt noch Schuhe anhab. Ich hätte sie fast noch im Bett angehalten. Also, meine Füße vergessen das nicht so schnell. Hör mal. Ich höre nichts. Doch, meine Füße, sie rufen, es reicht, es reicht. Stell dich nicht so an, du musst üben für heute Abend. Julia, gut, dass ich dich noch mal treffe. Sag mir schnell, soll ich zu dem Rock und T-Shirt meine Sneakers anziehen oder sind High Heels besser? Meine Mutter hat nämlich gerade angerufen und gemeinte, sie hat ein paar ganz tolle High Heels gefunden. Sneakers sind super. Danke, du bist so lieb, so großzügig, so hübsch. Es reicht. Hi Mädels, bis heute Abend. Ihr wisst ja, Rock, Sneakers und T-Shirt, ja? Julia, du bist so fies. Hast du echt allen Mädchen erzählt, sie sollen in Rock, Sneakers und T-Shirt kommen? Was denkst du denn von mir? Natürlich habe ich das allen erzählt. Dann haben alle nur noch Augen für mich. Die hohe Priesterin der Mode. In super coolen Jeans, einer schicken Bluse und High Heels. Und weil ich so nett bin, habe ich dir erlaubt, dich so zu kleiden wie ich. Hast du keine Angst, es könnte irgendwie von dir ablenken? Du? Von mir? Wieso das denn? Alles dann, Leute. Bis heute Abend beim Fest. Ach, ich muss mich zurecht machen, damit ich nachher elegant genug für Julia bin. Oh, seht mal, Freunde, das Anton. Muss ich wirklich einen Anzug tragen? Ich bin sogar zu fertig, um mir die Krawatte zu binden. Oh, nein, du musst deine Krawatte tragen. Mädels, kommt mal alle her. Meine Mutter hat mir eben das neueste Fashion-Magazin in die Schule gebracht. Und hier stehen die allerneuesten Trends der Stars in Hollywood drin. Eleganz war gestern, Casual ist gefragt. Auch abends trägt man Rock, T-Shirt und Sneakers. Super, Julia, du hattest wie immer recht. Was? Das kann nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Klar, und du bist so lieb und hast es uns allen gesagt. Vielen Dank, Julia. Gilt das auch für Jungs? Oh, super, ich kann nur gerade nicht jubeln. Dazu bin ich zu fertig. Aber ich freue mich mehr so innerlich. Wir übernehmen das Jubeln für dich. Juhu! Ich werde laufen können. Keine High Heels. Ach, Julia, sei nicht traurig. Ich weiß, du wolltest unbedingt die Schönste sein. Mhm. Und jetzt muss ich einen Rock anziehen und ein T-Shirt. Und Sneaker. Wie wir alle. Was hat das denn jetzt? Wow. Ein langes schwarzes Kleid mit Pailletten, eine Bluse mit einem eleganten. Ich krieg keine Tür. Bis heute Abend mal fest. Ich muss mich zurecht machen, damit ich nachher elegant. Sieht man, Freunde, das ist Anton.